Seid ihr jetzt alle tot, ja? Sehr schön. So, dann nehmen wir jetzt aber den Koffer mit. So, können wir den direkt öffnen oder brauchen wir da einen Schlüssel für? Wir gucken uns den mal an. Prüfen. Da ist ein Knopf dran. Ein Schalter, ja. Aha, okay. Sehr gut. TG01 war in dem Stahlkoffer. Hier ist auch eine Beschreibung der Legierung. Okay. Danke für Ihre Unterstützung und für die Verwendung unserer Produkte. Diesmal haben wir unsere fortschrittlichste Technologie angewendet und eine einmalige Antimetalldetektor-Legierung namens TG01 erfunden. Eigenschaften von TG01 wird von keinem Metalldetektor erfasst, erzeugt kein Bild bei der Röntgendurchleuchtung bei der Einreise. Leicht, aber widerstandsfähig. Wir planen für die Zukunft die Herstellung verschiedenster Waffen mit dieser neuartigen Legierung. Anbei eine Probe für Sie. Wir erwarten dann Ihren Rückruf betreffs möglicher zukünftige Geschäftsideen. Metal Industries Corporation, Carl Redhill, Leiter Forschungsplanung. Okay. Carl oder Karl oder wie auch immer. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall dieses TG01. Mit dem können wir jetzt ein Duplikat dieses Metallemblems erstellen und können uns damit dann den Ausgang aus diesem Gefängnis erschaffen. Ist immer schön, wenn man nicht mehr weiß, am Ende eines Satzes, wie man den Satz angefangen hat. Ja. So, hier rein. Und jetzt haben wir ja auch den Schlüssel dabei, den Vorhängeschlossschlüssel. Den können wir jetzt hier rechts um die Ecke gleich benutzen. Ne? Sehr schön. Und dann ist die Tür offen. Den Schlüssel schmeißen wir weg, genau. Und jetzt können wir direkt hier rein. Das ist nämlich ganz praktisch, jetzt müssen wir nicht über das ganze Haus immer rumlatschen. Aber allzu oft müssen wir hier eh nicht mehr hin, von daher, das passt schon. So, genau. Genau, jetzt gehen wir hier wieder rein. Jetzt fertigen wir uns dieses Emblem an. Jetzt müssen wir natürlich wieder alles hier reinschmeißen. Ja. In the Security Box. So. Die müssen natürlich da wieder rein. Den Feuerlöscher nehmen. Den können wir jetzt nicht mitnehmen. Die Pistole muss hier natürlich rein. Die muss hier rein. Aber das ist ja kein Metall. Das kann ich ja mitnehmen. Okay. Halt! Das Feuerzeug. Das hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Und lauf. Dum, 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 dum. Okay, sind wir hier? Ach so. Moment, ich brauche jetzt ja das Metallding. Das ist ja in dieser Kiste. Genau, das nehmen wir mit. So, hier muss, glaube ich, das Material hin, diese Platte, oder? Genau. 3D-Daten werden zum Start des Vorgangs benötigt, genau. Und jetzt scannen wir in diesem Teil hier einen Schalter zum Hochfahren, ja. Okay. Ja, please place the material you will. Ich kann auch da unten lesen. Zu scannen das Objekt in das Ablesegerät hineinlegen. Ja, genau. Ach, jetzt geht die Klappe auf. Und jetzt können wir praktisch dieses Objekt kopieren. Oder duplizieren, wie man auch will. Das wird jetzt gescannt. Und nun geht das los. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Jo. Und jetzt haben wir ein Duplikat. Duplication complete, yeah. So. Jetzt schnappen wir uns. Legierungsemblem, ja. So, damit können wir jetzt nämlich schön. Ja. Und laufen wir mal durch. Ah, verdammt! Hahaha.
Hahaha. So, ja. Okay, dann. Ja. Feuerzeug. Wir müssen den Feuerlöscher mitnehmen. Es ist gemein, dass ich es einfach nicht ablegen darf. Okay, dann. Dann verzichte ich auf die 19 Pistolenpatronen. Wie viel. Wie böse bin ich denn verletzt? Auf Achtung. Okay, da brauche ich noch nichts nehmen. Nee, also 3 grüne Kräuter nehme ich nicht, wenn ich auf Achtung stehe. Das ist ein bisschen Verschwendung. Da warte ich lieber, dass ich noch ein einzelnes grünes Kraut finde oder so. Ach so, vielleicht sollte ich mir wenigstens die Pistole als Ausrüstung wählen. So. Und, vielleicht kann ich nochmal nachladen, direkt wo ich gerade hier bin. So, okay. Gut. Dann können wir jetzt endlich den Bereich hier verlassen. Wir müssen aber immer noch im Hinterkopf behalten, dass ja unser lieber Wärter, der uns freigelassen hat, noch Blutstillmittel braucht. Und das werden wir halt erst später finden. Also immer schön im Hinterkopf haben, dass wir nochmal zurück müssen. Vor allem, weil es ja richtig fies ist, dass in der einen Kiste, diese Metallkiste, dass wir da noch so viele Granaten und alles drin haben. Das konnten wir jetzt ja alles gar nicht mitnehmen. Ach, fuck! Das konnten wir alles nicht mitnehmen. Und damit kann man eigentlich schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir hier nochmal diesen Ort betreten werden. Und wir kommen auch noch zurück, keine Sorge. Aber halt erst zu einem späteren Zeitpunkt. So. Das Gefängnis haben wir schon mal verlassen. Die Tür wurde vollständig zerstört. Die auch. Da ist ein Auto. Von dieser Seite aus komme ich nicht weiter. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie weiter... Oh, da liegen Patronen. Die holen wir uns natürlich gleich. Und da ist... Guck, da sind zum Beispiel einzelne grüne Kräuter. Da nehmen wir mal eins von. Das können wir mal gerne essen. Vielleicht lasse ich auch eins da einfach liegen. Denn wir kommen mit Sicherheit noch wieder zurück. So. Zack. Und wieder gesund. Ich glaube, das lasse ich da erstmal liegen. Hm. Und dann holen wir uns mal die Patronen. Bisschen gefährlich ist das hier platziert, aber... Was? Wieso kommst du nicht weiter? Du sollst die Patronen nehmen, Mädel. Mädel! Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich sehe die doch eindeutig. Okay. Dann haben wir das. Und jetzt können wir noch ein bisschen Kisten schieben, denn... Was wäre ein Resident Evil Spiel ohne Kistenschieberätsel, ne? Unvorstellbar. So, ja, noch ein Stück weiter, Genau, bis zum Anschlag. Und dann schieben wir die Kiste mal übers Feuer. So, jetzt bin ich am Überlegen, wie viel Platz haben wir denn noch? 2 Felder habe ich noch frei. Ach, komm her. Ist egal. Ich lasse halt ungern was rumliegen. Und ich weiß eigentlich, dass wir bald zu unserer ersten Truhe kommen. Also zumindest... Doch, ich glaube schon. Deswegen. Upsala. Also es wird in diesem Spiel auch wieder Truhen geben, ne? Das ist eigentlich ja fast klar, ne? Deswegen. Keine Sorge. Wir werden unser Kram irgendwie noch wieder los. So. Kommt eigentlich der nächste. Ja, doch schon etwas größere Bereich. Ach du Scheiße. Wir schießen euch mal ab. You are not dead. Du bist nicht Vater. Oh, geil. Der ist sogar an die Wand gebatscht. So. Du lebst ja noch. Okay, wir könnten rechts und wir könnten geradeaus. Sie ist sicher verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Da können wir rein. Hallo Hunde. Ich bin mal schnell vorbeigelaufen, weil... Das hier ist der einzige Raum, wo wir aktuell rein können.
So. Okay. Oh. Gute Entscheidung, dass ich das grüne Grau mitgenommen habe. Ah, die Musik, ey. Die Musik. Ich mag die Musik. So. Ja, wer es nicht weiß, grünes und rotes Kraut wirkt genauso wie drei grüne Kräuter. Also, das ist schon nicht schlecht. Was haben wir da denn gefunden? Pfeile. Eieiei. Ich würde die gerne mitnehmen, aber noch nicht. Wir gucken uns erstmal hier um. Ich möchte die auf jeden Fall haben, die Pfeile. Ohne Frage. Da sind noch mehr Pfeile. Zu mal ein bisschen ruhiger und genieße einfach die Musik, dass ihr das aufnehmen könnt, diese Atmosphäre. Ach, es tut mir leid, ich möchte mit Quadrat immer nachladen, weil das war sonst immer so. Und hier geht das nicht, da schießt man dann auch. Ist ein bisschen komisch. Mit einem einfachen Schloss verschlossen, okay. Da sind wieder Pfeile. Ah, so viele Pfeile. Da ist ein Schrank. Da wird bestimmt etwas drin gelagert. Da brauche ich einen besonderen Schlüssel. Okay. Also wir brauchen Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ja, da sind Pfeile. Und da ist irgendwie eine blaue Taste. Eine Karte dieser Trainingsanlage. Ich könnte sie ausdrucken. Ja, das machen wir. Na cool. Das ist doch cool. Werfen wir gleich mal kurz einen Blick drauf, dass ihr euch vielleicht auch einen Überblick verschaffen könnt. So, gucken. So, da befinden wir uns gerade. Ja, hier sind einige Räume noch zu erkunden, wobei wir in die rechten, im rechten Bereich erstmal noch nicht hinkommen. Erst im späteren Spielverlauf. So. Jetzt ist die Frage, ne? Hier ist ja noch so ein Typ. Bisschen Angst, dass der aufsteht. Da ist ein grünes Kraut. Ja, komm, wir nehmen das mit. Das können wir nichts mehr hinnehmen, ne? Wir gucken erstmal weiter, was es hier noch so gibt. Ich brauche unbedingt eine Truhe. Aber, die ist ja in diesem Gebäude auch keine, ne? Da kommen wir nicht weiter. Ein silberner Kartenleser. Der Rollladen ist geschlossen. Gucken wir erstmal hier weiter, was es hier noch alles gibt. So. Oh Gott. Okay, gut. Ja, wir werden sowieso gleich irgendwie ein grünes Kraut nehmen müssen, denke ich. Sonst haben wir gleich keinen Platz mehr. Oder ich verballer so viel Munition. Nein, das will ich eigentlich nicht. Das ist nichts Interessantes. Getränkeautomat. Ich brauche nichts zu trinken. In manchen Schränken ist sogar was drin, das weiß ich auch noch. Ich krieg meine Munition noch alle hier, du. Scheiße. Oh, knapp. Oh. Nein! Fuck! Lass mich Ruhe. Okay, gut. Es hat ein gutes, jetzt kann ich das Kraut nehmen, jetzt haben wir Platz. Und unsere Muni ist gleich tatsächlich leer. Verdammt. Na gut, eigentlich wollte ich das. Du bist immer noch nicht tot. Meine Güte. Pfeile. Ja komm, ich nehme die jetzt mit. Ich nehme jetzt die Pfeile mit. Da ist eine offene Tür. Nochmal Pfeile. 60, dann haben wir jetzt ja gleich schon 120, ne? Ich habe ja noch zwei Pfeile gefunden. Seht ihr das? Der bewegt sich sogar noch. Geil. Cool gemacht, echt cool gemacht. Das gefällt mir sehr gut.